liebe Gäste, ja, wunderschönen guten Abend erstmal. Toll, dass ihr euch durch den Schnee hierher gekämpft habt. Ich werde die Rede wie bewährt so halb ablesen. Jazz meets Art ist unser Thema heute. Eine sozusagen ganz neue Reihe für Barbers. Ist einiges neu heute Abend. Wir haben heute Abend zum allerersten Mal unserer Architekturidee, die wir vor über 7 Jahren hier begonnen haben, ein Stück weit Rechnung getragen. Wir haben damals zu den Architekten gesagt, wir hätten gerne einen Arbeitstisch, der auch eine Bühne sein kann, weil wir haben mit Mode zu tun, wir beschäftigen uns gerne mit Kunst und auch, wie man heute Abend sieht, mit Musik. Und nachdem wir die Möglichkeit hatten, diesen wunderbar großen Raum sozusagen zu mieten, war das so ein zentrales Anliegen, dass der sich sozusagen verändern kann, dass man den nicht nur als Arbeitsstadt nimmt, sondern dass man den auch irgendwie zum kulturellen Zusammentreffen nutzen kann. Deswegen heute Abend das erste Mal auf unserem Arbeitstisch keine Spiegel, sondern Musiker. Er wurde zur Bühne und ich finde, es macht einen ganz guten Eindruck schon. Ja, wir haben im vergangenen Jahr zum Thema Kunst uns für die 250-Jahr-Feier der Schmuckstadt engagiert, haben 4 Ausstellungen gemacht und haben Schmuck in all seinen Facetten und dessen Beziehungen zum Thema H gezeigt. Und in diesem Jahr wollen wir weniger filigran die Kunst im Hintergrund haben, sondern eher handfeste Materialien wie Holz und Stein. Es freut mich deshalb sehr, dass wir den Pforzheimer Bildhauer Eckhard Bausch, auch ein Kunde von uns, dazu gewinnen konnten, sich Mühe zu machen und Gedanken zu machen, wie der Wartebereich hier von unserem Salon die nächsten Monate aussehen soll. Ich sage vielleicht ein paar Worte zu Eckhard Bausch, wer ihn nicht kennt, wahrscheinlich kennen mich die meisten. Im Anschluss an sein Kunstgeschichte-Studium in München machte Eckhard Bausch zunächst eine Lehre als Steinbildhauer, um dann am Loughborough College of Art, sagt man das so, in England Bildhauerei zu studieren. Sein Diplom absolvierte Eckhard Bausch schließlich an der Staatlichen Akademie der Künste in Karlsruhe bei Professor Michael Jandl. Michael Sandler. Okay. Ja, aber ich finde, es würde auch auf Deutsch gut klingen. Ne? Geduld zeigt Eckhard Bausch in meinen Augen nicht nur auf seinem langen und vielseitigen Ausbildungsweg. Geduld zieht sich auch durch den kompletten Arbeitsprozess, den er als Künstler beschreitet, um schließlich zur klaren Formensprache seiner Plastiken zu gelangen. Muss ich sagen? Oft geht es mit kleinen Kritzelzeichnungen los, die, sollten sie zur nächsten Stufe zugelassen werden, oft als Zeichnungen größerer Formate schon eigenständige Kunstwerke werden. Besteht eine Form oder ein Fragment auch diesen Prüfungsprozess, wird sie in einer Art Metamorphose, vielleicht später Skulptur oder wie zu der aktuellen Ausstellung heute Abend zu den, glaube ich, erstmalig gezeigten Wandplastiken. Extra gewöhnt, statt genau zu sein. Genau. Da kannst du vielleicht später auch noch ein paar Worte selbst sagen. Wie es der Zufall wollte, bekamen wir während der Planung zu der Ausstellung noch eine Mail aus Dresden. Maximilian Diller und das gleichnamige Quartett hatten just zu unserem favorisierten Termin heute einen freien Abend im Tourneeplan. Also die kommen jetzt aus München, Nürnberg, gestern Berlin, heute Pforzheim, Halle, Erfurt, glaube ich. Also ich glaube, wir können uns hier stolz und glücklich schätzen, dass Sie heute hier sind. Maximilian Diller hat bei Sebastian studiert bei Sebastian Stubnitzky, den wir sicherlich viele genauso wertschätzen wie ich, in Dresden.
Und ich fand es dann sehr spannend, was daraus wird, wenn jetzt sozusagen die junge Generation von Jazzmusikern mal so zeigt, wie die Einflüsse von denen, die wir schon lieben gelernt haben, irgendwie weiterverarbeiten. Ja, bevor ich jetzt das Wort noch an den Eckart weitergebe, möchte ich noch, wie immer, meinem fleißigen Mitarbeiter Brian Fernandez, weiß gar nicht, wo er ist. Brian, danken. Danke ich auch sehr. Der sowohl bei der Installation toll geholfen der Werke als auch beim Aufbau maßgeblich beteiligt war. Danke auch an Lennart, der sich heute um die Bar gekümmert hat, immer noch kümmert. Und natürlich an meinen Geschäftspartner Stefan, der wie immer besonnen den Weg ebnet. Und ja, sich auch oft um die weniger spannenden Dinge und aber die ganz organisatorisch wichtigen Aspekte von so einem Abend kümmert. Dafür vielen, vielen Dank, Stefan. Als kleine Information noch. Ja. Als kleine Information noch für die, die noch nicht bei uns waren. Toiletten sind in dem hinteren schwarzen Block. Also einmal rechts entlang sind zwei Toiletten. Da steht einmal Männer und Frauen drauf. Ich glaube, wir können das heute Gender machen. Also wenn die Frauentoilette besetzt ist, dann nutzt einfach auch die andere. Und durch die zweite Tür gibt es auch geradeaus noch eine Toilette. Sollte da vorne nichts mehr sein. Dann hätte ich noch eine Bitte zum Schluss, bevor ich jetzt aufhöre zu reden. Solltet ihr alle Spaß haben an dem heutigen Abend und auch an den Beiträgen der Musik und der Kunst, dann wäre es ganz toll. Wir haben hier neben dem Ein- oder Ausgang, habe ich meinen alten Hut aufgestellt, wenn ihr da eine Spende reinwerfen würde für die Künstler heute Abend. Vielen Dank soweit, ich wünsche einen schönen Abend und übergebe noch mal ganz kurz an Eckart. Ja, wie schon angedeutet hat, lasse ich mich hier immer sehr gerne verwöhnen und ich sitze dann immer nur darüber. Ich habe schon oft diese Wand hier beobachtet und wir haben es auch ein paar Mal dann schon davon gehabt, dass man hier vielleicht noch eine schöne Arbeit für machen könnte. Und jetzt ist es endlich soweit, dass ich es mal machen konnte. Und ich denke, das war eine ideale Wand, einfach auch wegen der Größe und so. Das ist einfach auch für mich eine schöne Herausforderung. Und ich will Ihnen jetzt nur mal so auf die Schnelle irgendwie nochmal erklären, wie so eine Arbeit entsteht. Also der Andi meinte, das ist vielleicht ganz gut, wenn man das mal irgendwie mal vorführt. Und im Grunde, ja, also ich führe immer wie Skizzenbücher. Und in dem Fall ist es so, dass also Sie sehen, dass diese beiden Arbeiten, die wir hier sehen, die sind hier im Skizzenbuch gelandet. Und die sind schon älter, also die sind bestimmt so 3-4 Jahre alt. Und dann gehen die bei mir so im Kopf rum und nach verändern die sich dann. Und dann passiert es zum Beispiel so, dass Sie sehen die beiden Zeichnungen da hinten, das ist dann so ein weiterer Schritt, dann werden die größer. Dann kann auch mal sein, man stellt fest, wenn man es vergrößert, dass das nicht funktioniert oder dann ist es auch irgendwann uninteressant und man legt es beiseite oder man macht eben weiter. Und dann sind, also in den letzten, die Arbeit, die trage ich eigentlich jetzt schon so seit 3-4 Jahren fast mit mir rum und dann sind immer wieder andere Sachen entstanden. Dann gab es solche Sachen wie die hier, das sieht man noch nicht so ganz, wie es in die Richtung geht oder das ist total gut. Das ist jetzt in den blöden Rahmen, aber die konnte ich gut so transportieren. Aber man sieht das auch, das ist also schon mal so eine Vorstufe zu der hier. Das ist eine Radierung. Und dann ist es so, das ist eigentlich jetzt der interessante Schritt, der ist jetzt gerade so vor einem Monat ungefähr passiert. Und das sind dann so kleine Modelle, die ich baue. Also da sieht man schon sehr gut, wie das mal werden soll, das Ding. Das sind so kleine Holzmodelle, da kann man dann ganz gut ausprobieren, wie tief und wie schwer das Ding wird. Und hier war natürlich auch ein bisschen das Problem, also so ein Ding wiegt fast 30 Kilo. Und dann war natürlich, ich hätte das gerne vielleicht auch, oder bei der nächsten Stufe, ich würde die auch gerne noch tiefer oder größer bauen, aber das ist dann eher eine Gewichtsfrage. Wir hatten also hier beim Aufhängen auch einige Hermann-Jungschild gekämpft, dass die nicht irgendwie runterfallen. Also ich hoffe, sie bleiben auch hängen. Genau. Die Wand hat eine weiche, zarte Wand. Genau. Und das ist das andere Gegenstück, das kleine Weiße dazu. Und so sind die dann entstanden. Und der Hintergrund ist so, also ich bin ein großer Freund von fantastischer Literatur zum Beispiel. Und in dem Fall gibt es eine Erzählung von H.P. Lovecraft, das nennt sich Berge des Wahnsinns. Und in dieser Geschichte finden Forscher eine Ruinenstadt unter dem Eis in der Antarktis. Und die ist mehrere, also hunderte von oder tausende von Jahren alt. Und in dieser Stadt, und das wird da sehr schön beschrieben,
tauchen eben auch so Wandreliefs auf, weil das ist eine Ruinenstadt und die gehen dann unter die Erde, unter Mais und das ist alles ganz dunkel, da lauern auch, also laut auch das Böse im Grunde, das ist eigentlich auch fast eine Horrorgeschichte. Und obwohl ich sonst eigentlich kein Horrorfan bin, aber das ist eine tolle Geschichte, eigentlich belaft nach Zeit vielleicht den Älteren von uns vielleicht auch was. Und das ist eine tolle Geschichte. Und da werden eben diese Reliefs eben genau beschrieben und ich habe mir immer vorgestellt, wie sehen die Dinge aus. Das hat mich als lange interessiert. Und meine Arbeiten, die spielen auch immer, also im Grunde so wie diese Arbeit, das ist eine Steinarbeit, die nennt sich Station, das sind so Teile, die können, da könnte sich auch fast eine Raumstation oder sowas vorstellen oder das sind irgendwelche architektonische Teile, wo man sich also zum Beispiel, ich mich als Künstler auch irgendwie zurückziehen kann oder verschwinden kann. Also weil mir die, meine Umwelt und irgendwie vieles gibt mir da auch, also es gibt genügend, wo man sich aufregen kann und dann finde ich einfach, das wäre für mich so eine Rückzugszone. Da würde ich einsteigen und verschwinden. Also das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber so denke ich mir das eben. Und auch bei diesen Dingern, das könnten im Grunde, vielleicht hat es auch ein bisschen mit Science Fiction zu tun, das könnte auch so eine Art Raumschiff was sein oder irgendwie eben auch so ein Gebäude, wo man rein kann und wo man sich zurückziehen kann. Irgendjemand sagte gestern, es sähe so aus wie Cocooning oder irgendwie sowas. Aber ist es vielleicht nicht. Ja, also soweit. Zu der Arbeit kann ich nicht viel mehr sagen. Also ich fand das jetzt wirklich mal spannend, das umzusetzen als Relief. Und es funktioniert hier wunderbar mit der Beleuchtung. Und so. Ich bin ganz happy, dass Sie hier hängen können. Thank you.